Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Robocop Rock City. Ja. Wir gehen jetzt einfach mal aufs Konzert. Oder? Ich war gerade noch was zu trinken holen. Bin etwas außer Puste. Aber es geht gleich wieder. Cannot go this way. We would need a warrant. I can't believe those stupid directives are still holding you back. Go ahead, partner. Danke. Oh, stench. Someone missed potty training. Das hier sieht auch nicht unbedingt nach Konzert aus, muss ich sagen. Das hier ist alles andere als Konzert und wenn ich wüsste, dass die Konzerthalle, wo ich hingehe, so aussieht backstage. Ah. War nicht so Fan von. Da liegt ein Zettel. Neuer König. Es scheint, als wären wir Zeugen der Geburt eines neuen Drogenimperiums, obwohl Kane, der Drogenboss und Erfinder von Nuke tot ist und sein Kult aufgelöst wurde, sind die Drogenfabriken weiterhin aktiv. Während Nuke weiterhin die Straßen von Detroit verwüstet, hat jemand offenbar Kanes Nachfolge angetreten. Die Frage ist, wer auf dem Thron des Drogenkönigs sitzt und was die städtischen Behörden und die Polizei dagegen unternehmen werden. Mehr auf Seite 5. If Sid is such a great performer, shouldn't there be a big line in here? Regardless of his vocal abilities, I still want to see him sing. Tatsächlich muss ich sagen, finde ich es gerade ganz gut, dass Louis dabei ist. Weil die ist gut. Na, die ist wirklich eine Hilfe. Ich habe schon wieder einen Technikpunkt. Sollte ich den jetzt ausgeben? Also hier, Fertigkeitspunkt meine ich. Kampf. Panzerung. Gesundheit. Mach das mal. Das heißt, ich kann mich jetzt an Sicherungskästen auch regenerieren. Vielleicht gibt es ja hier welche. Noch haben wir keine Waffe gezogen, noch sehe ich keine Gefahr. Ich denke, ich kann etwas hören. Vielleicht war dein Informer richtig nach allem. Gherkin, war es? Pickles. Pickles. Immer noch keine Waffe. Yes, I definitely hear some commotion on the other side. Let's have a look, shall we? Oh shit! Pig found our lab! Why can't you give us a fucking break? Justice never sleeps. Erstmal zur Seite gehen. Ich kann jetzt rein theoretisch sogar 4 Medipacks quasi tragen, wenn wir es so nennen möchten. Natürlich treffe ich ihn nicht, weil da ist ein Servierwagen im Weg. Oh, ich glaube, das ist die Reichweite, oder? Multiple subjects were neutralized, but there are still active threats in the vicinity, gang leader included. Requesting backup. Ja, also schickt Verstärkung, aber das zeugt jetzt eher davon, dass es jetzt richtig losgeht.
Richtig Action und so. Können wir noch kurz ein letztes Mal festhalten, dass ich noch nicht gestorben bin? Ich fürchte, das wird sich demnächst ändern. Kommst du nicht mit? Muss ich vorgehen? Okay. Kommst du? Probable cause confirmed. Kommst du bitte? Eindringen. Okay, wir haben jetzt wieder Slow-Motion-Zeit. Doch nicht so richtig Slow-Motion, oder? Ah! Lauf schneller! Warum sind wir jetzt hier plötzlich alleine? Luis! Wartest du jetzt echt auf die Verstärkung? Das Bild immer so, bloß wenn jemand Neues ins Visier kommt. Nichts für Epileptiker. Ist einer? Zwei noch. Sind die beide über mir? Tatsächlich über mir, oder? Nee, die sind dahinter irgendwo. Oh,
Oh, da war tatsächlich. Oh no, da ist einer an so einer Waffe. Ich weiß nicht, inwiefern das mit der Schockwelle auch. Nicht fair. Nicht fair. Also ich weiß jetzt nicht, wo die Verstärkung ist, ehrlich gesagt. Kommt die heute noch? Jetzt brauchen wir uns nicht mehr kommen. Jetzt bin ich fertig. Das Gebäude ist gesichert. Lasst uns alle nach draußen gehen. Das ist euer Ernst. Danke für die Unterstützung. Oh, ich kann ja nicht springen. Oh, ich möchte dort rein. Ja, gut. Bisschen Loot. Oh, warte mal. Ist doch ein Sicherungskasten, oder? Nice. Okay. Können wir jetzt hier durch? Wir haben auf jeden Fall noch die Waffe gezogen. Hier ist ein Auto dahinter. Murphy? Behind you! Now, up you get, big man. They're closing in on us. Weißt du, die ganze Zeit lässt ihr mich alleine. I'm invincible! Wieso kommt der nur auf mich zu? War gar nicht so gut. Wenn hier nochmal so ein Kabuma kommt, den müssen wir irgendwie vorher erwischen. Durch Luis läuft er einfach durch. Ja, das ist nicht so leicht mit dem Treffen. Sicherungskasten. It's gonna go boom! Ich gerade umgucken hier. Ich glaube, da ist nicht so viel zu mit umgucken. Ich glaube, da oben sind noch. Sind die drin, oder? Okay.
haben wir wieder 10 Minuten. Also 5. Bin ich trotzdem an die 10 Minuten. Oh nee, der ist wieder an so einer Maschine. Also an so einem Maschinengewehr. Er war eine Maschinengewehr. Wenn ich zum Sicherungskasten komme, kann ich mich heilen. Ich wiederhole mich, aber ich bin sehr froh, dass ich nicht auf Munition achten muss. Bin ich sehr, sehr froh. Let's split up. You clear this floor. I'll check upstairs. Lewis, wait! Don't worry, partner. We'll stay in contact. Ich fände es cool, trotzdem noch Heilung zu finden. Meldung von Bedenken. Labormitarbeiter, die mehr als 4 Nuke-Dosen pro Schicht nehmen, auf Förderbändern mitfahren, ohne Gesichtsmaske arbeiten, werden mit einem Tag Entzug bestraft. Das ist mein voller Ernst. Gut. Okay. Ich glaube, ein Tag Entzug ist schon hart, oder? Wenn du wirklich abhängig bist. Tatsächlich habe ich noch nie an irgendeiner Sucht, Substanzsucht, sagen wir es mal so, gelitten. Schade, da kommen wir nicht rein. Sie hat gesagt, sie guckt oben. Ja, hier ist nicht so viel Musik. Aber gut, heißt ja auch Schlachthaus, ne? Das Ding ist halt, bei mir in der Nähe, also in einer nächstgrößeren Stadt, gibt es eine Veranstaltung, einen Veranstaltungsort. Ort, der ist Schlachthof. Sieht es dort Backstage auch so aus? Ich hoffe ja irgendwie nicht. Das ist ein bisschen eklig. Got eyes on the stage. Looks like they haven't realized we're here yet. Sook's here. Get closer. I'll support you from the balcony. This music is driving me mad. Is that the point? Is it supposed to make you mad? Was hat sie gerade gesagt? Sie gibt mir Deckung vom Balkon? Oder was? Ich kann mich jetzt nicht unbedingt drauf konzentrieren bei so einer schlechten Übertragung, weil im Hintergrund Musik läuft und ich gerade noch hier Gegner vor mir habe, was sie jetzt genau gesagt hat. Aber ich glaube, irgendwas mit Balkon hat sie gesagt. Look at this, everybody. A walking disco ball decided to join us.
Now the real show is about to go down. If you're a real torchhead, shoot that motherfucking tin can till it fucking rattles. And I'll take this opportunity to moisturize these golden vocal cords. But stay right there, everybody. Und wir stehen jetzt mittendrin. Alter, von wo schießt hier jemand? Ja, jetzt kannst du es handeln hier. Bist du sicher? Neue Musik ausmachen, bitte. Wieder so ein Typ der Waffenausrüstung. Kann ich das nur verwenden, wenn ich dann auf der Wache bin? I can still do this. I just need to concentrate. I can still do this. Can't be. I had everything lined up perfectly. Let us talk. Stay the fuck away. You can't touch me. I do business with the new guy. You seem to know a lot about him. You're not getting anything out of me. Do you know how many cops I've killed? I ain't scared of you. Besides, I'm pumped up with nuke like a freaking power plant. Then get ready for a meltdown. If you think you're gonna get anything out of the torch... That's quite a grip you got there. Is that supposed to scare me? Not a single scratch. Kann nicht auf ihn schießen. Was genau soll ich jetzt machen? Knock yourself out! That's not even mine! Hey! That stuff doesn't come cheap! Soll ihn verhören, aber es geht nicht. Sicher noch mehr kaputt machen? No! That was the only thing in my collection that I didn't steal! I freaking hate you!
I'll never rest until every pig in Detroit is dead. Muss ich warten, bis er umkippt? Was genau jetzt? That's enough. I'll talk. Lewis, I have Soot. He is ready to give me his statement about the new guy. Wouldn't you rather hear it from the man himself? Where is Officer Lewis? She's outside, right next to me. We're having a nice citizen officer chat. Why don't you take my rising star and join us, so we can exchange partners? Hey! What the hell are you doing now? The new guy is here. You are coming with me. In that case, giddy up! Okay. Can you even feel the fear? Because you should be crapping in your pants right now. You have stepped into a big freaking mess. Cleaning up the town mess is what I do. That was an awesome concert. If it wasn't for you, they would have never have guessed it was all on playback. I need some flu. Got to take noob, noob, noob. Everywhere. Mhm. Ich glaube, der hat sich texttechnisch ein bisschen an anderen Liedern orientiert. Ich weiß doch gerade nicht, wie das Lied heißt, aber ist das nicht von Alice Cooper? My left hip is getting a bit numb. Can we swap sides? Ich will jetzt nicht singen. Vielleicht wisst ihr, welches Lied ich meine. Oh, wir kriegen wieder ein Flashback, oder? What are we stopping for? Huh? Has your battery drained or something? Okay. Es ist wieder Zeit für Flashbacks. Now, me and your partner here are growing impatient. Why don't you hurry up? Oder doch nicht? What's wrong? Piggy scared of a meat hook? Okay, irgendwas ist doch ganz nicht ganz richtig mit unserer Platine. Lewis? I'm all right, Murphy. Drop your weapon. You are under arrest. Oh, I don't think you're reading this situation correctly. Thanks for the ride, big guy. It's the new guy in town. Welcome to Detroit. I assume you've seen our little TV spot. Short and sweet. You know the first rule of show business and drug dealing, right? Leave them wanting more. That's a lighter you got there. Murphy? Something wrong, cop. Hey, so, I think it's time to get back to business. You fucking idiot. Your stupid stunt put a spotlight on me. Oh, you want to talk business? Here's a free lesson. You never, ever fuck with the money. Murphy, what's happening? Now that we've got that out of the way, let me introduce myself. My name is Wendell Antonowski. I believe you've met my brother before. My brother really did a number on you, didn't he?
But thanks to him, you've been given this great opportunity. What the fuck are you doing to him? There are people who would do anything to be in your position, to have your abilities. And yet, you attach yourself to something that is the weakest in you, to the part that's still human. Imagine the pristine life you could lead without the things that limit you. Murphy, don't let him get inside your head! Like her. No attachments, no leverage. I admit, when I first heard that you were the reason my idiot brother was dead, I was furious. But then I got to thinking, why would I let anyone have such power over me? So I let it go. And now, I'm here to help you do the same. This is not an act of revenge. This is a gift. Fuck you, scumbag! Lewis!